äußerst schön mal ein Werk, was wirklich aus dem Barock ist und jetzt nicht von Bach, so wie sonst ganz oft mit dem Weihnachtsoratorium oder der Matthäus-Passion. Also ich fand es sehr schön, sehr spannend und mal in diese alte historische Musik reinzugucken, ist dann doch noch was ganz anderes. Und auch mal was zu singen, was man vielleicht noch nicht gekannt hat, was für mich auch persönlich ein ganz neues Werk war, das ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ich wollte mal wieder auch dem Chor etwas Besonderes anbieten, mal wirklich mit dem historischen Instrumentarium unter entsprechenden Bedingungen, mit der entsprechenden Anzahl der Solisten und eben mit hervorragenden Instrumentalisten. Dass es auch genauso klingen mag, wie es eventuell vor fast 400 Jahren geklungen hat. Diese Instrumente sind auch ganz anders als Instrumente, die normalerweise im Orchester gespielt sind. Sind eigentlich gemacht, eben zusammen mit Stimmen zusammen zu kooperieren, also zu musizieren. Und auch insbesondere mit Knabenstimme. Ich bin jetzt total glücklich. Das war ein sehr gelungenes Konzert. Das hat allen viel Freude gemacht. Ich freue mich sehr, eben, dass die Kinder eigentlich so solche Erlebnisse haben und eben Musik auf einem solchen Niveau machen dürfen. Ich habe den Jungs mal gesagt, diesen Rosenmüller werdet ihr womöglich euer Leben lang nicht mehr singen. Matthäus Passion, Weihnachtsoratorium, das werdet ihr laufend singen. Auch wenn ihr ältere Herren seid, mit 60, 70 singen die so. Aber Rosenmüller war vielleicht für die eine einmalige und hoffentlich bereichernde Erfahrung. Ich bin jetzt total glücklich. Das war ein sehr gelungenes Konzert. Das hat allen viel Freude gemacht.